Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung heute. Mach du nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, den tun sie beide nicht. So hat Bertolt Brecht einmal gedichtet, ich bin mir nicht sicher wo, ich glaube in der Dreigroschenoper ist das. Und da ist ja schon was dran. Manchmal plant man was und man ist entschlossen, das umzusetzen, man hat was Großes vor, aber dann kommt irgendwas dazwischen und verhagelt einem den Plan. Vielleicht geht der Rechner nicht, vielleicht hat man kein Netz, vielleicht ist jemand nicht da, den man unbedingt braucht, um den Plan umzusetzen. Was auch immer, irgendwas kommt dazwischen, eine Herausforderung und es geht nicht weiter. Wie gehst du mit solchen Herausforderungen um, die deinen Plänen im Wege stehen? In Nehemia 4 wird erzählt, wie Nehemia mit so einer Herausforderung umging. Er ist zurück in Jerusalem und er hat begonnen, zusammen mit vielen anderen, die ihm mithelfen, die Mauern neu aufzubauen, die Stadt neu aufzubauen. Und da kommt ihm etwas dazwischen. Die Nachbarn nämlich, die finden das gar nicht gut, die haben was dagegen, dass Jerusalem wieder in altem Glanz erstrahlt. Und die bedrohen diejenigen, die an der Stadtmauer bauen, mit Gewalt. Und Nehemia 4 erzählt, wie Nehemia damit umgeht. Er macht nämlich drei Dinge. Zuerst betet er. Wir beteten zu unserem Gott. Das ist das Erste. Er wendet sich mit dieser Herausforderung, die seinem Plan im Weg steht, an Gott. Das Zweite ist, er vergewissert sich selbst und die anderen, die mit ihm bauen, dass Gott da ist und dass Gott für sie eintritt und an ihrer Seite steht. Fürchtet euch nicht, sagt Nehemia zu den Leuten, fürchtet euch nicht, sondern denkt an den Herrn, der groß und schrecklich ist. Und dann sagt er, unser Gott wird für uns oder mit uns kämpfen. Das ist das Zweite, die Vergewisserung, dass Gott da ist. Und das Dritte ist, er arbeitet hart und er setzt auch die anderen ein, dass sie auch hart arbeiten, hart und gut überlegt. Das sind die drei Dinge, wie Nehemia mit so einer Herausforderung, die seinen Plänen im Wege stehen, umgeht. Und ich möchte das von ihm lernen. Wenn mir das nächste Mal jemand oder etwas meine Pläne zu verhageln droht, wenn ich das nächste Mal vor so einer Herausforderung stehe, dann möchte ich es machen wie Nehemia. Ich möchte zuerst beten, mich an Gott wenden. Und dann möchte ich mich selber und die Menschen um mich herum der Gegenwart Gottes versichern. Und mir klar machen und den anderen auch, hey, Gott ist da, wir sind nicht alleine, Gott ist an unserer Seite. Und als drittes möchte ich konzentriert weiterarbeiten und das tun, was in meiner Macht steht. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Seid behütet, seid gesegnet, passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf und bis morgen.